Ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopol-Magazins. Und ich lade Sie ein, zuzuhören dem Talk mit dem Titel Green Deal für die Kultur. Die neuen Klimaallianzen, Kultureinrichtungen als Motor der Transformation zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Darüber wollen wir heute reden. Ich darf kurz sagen, worum es gehen soll, denn unser Thema, unser Anlass war unter anderem der Neubau des Berliner Museums der Moderne hier direkt nebenan. Der wurde umgeplant. Das Kulturforum soll ein Wald werden. Wir sitzen hier schon zwischen den Bäumen. Und nicht nur in Berlin verbünden sich Institutionen und Kulturschaffende zur Klimakoalition. Die Frage ist, kommt nun wirklich die ökologische Transformation des Kulturbetriebs und wie genau sieht sie aus? Und wie muss die Politik helfen? Und welche Rolle kann die Kultur bei der größten gesellschaftlichen Aufgabe der Gegenwart spielen? Dazu habe ich eingeladen, und ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Guten Tag. Guten Tag. Dann neben ihr der Gastgeber heute, Direktor der Nationalgalerie, Klaus Biesenbach, der am MoCA in Los Angeles bereits das erste Environmental Council an einem US-amerikanischen Museum gegründet hat und jetzt in Berlin unter anderem Gastgeber des Gründungstreffens der Berliner Gallery Climate Coalition war. Dann neben mir der Künstler Tino Segal, einer der renommiertesten Gegenwartskünstler und einer, der sehr ressourcenschonend arbeitet, denn seine Werke sind Choreografien und Ideen. Und 2020 hat er im Berliner Gropiusbau die Ausstellung Down to Earth kuratiert. Sehr interessant, eine Ausstellung, die möglichst klimafreundlich sein wollte, ohne Elektrizität, Videoscreens, Scheinwerfer und ohne Flugreisen. Dann ganz links, Stefan Muschig ist Geschäftsführer der E.ON Stiftung, die sich seit Jahren als private Unternehmensstiftung für Kunst engagiert. Und Monopol war unter anderem Kooperationspartner der E.ON Stiftung beim Programm Green Deal for Culture, in dessen Rahmen ein CO2-Rechner für die Kultur entwickelt wurde, um Kulturinstitutionen zu helfen, ressourcenschonender zu arbeiten und viele andere Initiativen. Und da wir heute sehr konzentriert dieses Thema besprechen wollen, geht's gleich los. Frau Roth, als grüne Beauftragte für Kultur und Medien verbinden Sie ganz direkt die beiden Bereiche Kultur und Nachhaltigkeit, über die wir heute sprechen wollen. In der Ankündigung sagen wir, dass wir Kultureinrichtungen als Motor der Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft verstehen. Aber passiert das bereits genug? Ja, Sie haben ja zu Recht gesagt, die Klimakrise ist, glaube ich, die zweifellos größte Herausforderung, und sie ist mehr und mehr zu einer Überlebensfrage geworden in diesem Jahrhundert. Sie ist definitiv eine Überlebensfrage geworden, und sie ist ja nicht auf einem anderen Planeten oder in einem anderen Jahrhundert, sondern sie findet jetzt statt. Und sie ist auch nicht in einer anderen Region dieser Welt, wo pazifische Inselstaaten eigentlich fast keine Überlebenschance mehr haben. Die werden verschwinden. Es ist fast sicher. Oder wenn Sie nach Bangladesch schauen, wenn Sie sich die Zahlen von Klimavertriebenen anschauen, dann sind wir jetzt bei weit über 30 Millionen Menschen, die alles verloren haben aufgrund der Klimakrise und die am allerwenigsten dafür verantwortlich sind. Aber es geht auch, kommt bei uns an. Wenn Nürnberg vor kurzem plötzlich völlig überschwemmt war, kein Mensch hat das jemals gedacht, wenn wir die Starkregen hatten, die totale Dürre, die Überschwemmung und sie ist bei uns angekommen. Und natürlich ist Klimapolitik nicht nur eine Aufgabe für einen Bereich, sondern muss Querschnitt sein. So, als wir mit der neuen Regierung angefangen haben und als ich die Ehre hatte, dieses neue Amt anzunehmen und zu begleiten, habe ich natürlich geguckt, ja, wie beschäftigt sich das Haus, unser Haus, mit der Frage von Nachhaltigkeit. Und es gab dort keine Beschäftigung bis dato. Und dann haben wir erstmal ein Referat eingerichtet, Kultur und Nachhaltigkeit, was dann in diversen Feuilletons dazu geführt hat, das sei der endgültige Beweis, dass ich von Kultur keine Ahnung habe. Weil es geht um Kultur und nicht um so grünes Zeug. So. Die das geschrieben haben, sind aber, glaube ich, nicht auch im Diskurs innerhalb der Kultur angekommen. Weil egal, wo du hinkommst, es ist das große Thema. Es ist ein riesengroßes Thema und wir sind eben dran, Rahmenbedingungen auf der einen Seite zu ermöglichen, dass Kompetenzaustausch, dass Expertenwissen, dass neue Techniken, dass Ideen, dass Kreativität zusammen gesammelt werden kann. Wir
gegangen, dem sogenannten Green Culture Desk, wo genau dieses Wissen zusammenkommt. Jakob Billerbill, viele werden ihn kennen, ist dafür wesentlich mitverantwortlich. Wir haben mit den verschiedenen Bereichen im Kulturbereich, also mit der Filmwirtschaft, etwas geschaffen, was wir als deutsche Filmmacherinnen oder Filmbranche ganz vorne sind, dass wir nämlich sagen, dass die Förderung von Filmen, sei es jetzt auf nationaler oder auf Länderebene, nach ökologischen Kriterien auch sich entscheidet. Also du musst ökologische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, um diese Förderung zu bekommen. Da sind wir wirklich weit vorne, sehr eng zusammengearbeitet mit Green Shooting. Also wir versuchen so viel wie möglich Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir machen Konferenzen, wie organisiere ich eine Tournee, eine Musiktournee, möglichst mit reduzierten Emissionen. Da gab es mit Cradle to Cradle ein Riesenprojekt mit den Ärzten und den Toten Hosen im letzten Sommer. Manche werden vielleicht da gewesen sein. Ich war bei den Hosen natürlich und habe mir das angeguckt. 60.000 ZuschauerInnen, und die haben wirklich versucht zu beweisen, dass es eine Kreislaufwirtschaft gibt, die möglich ist und dass du auch so eine Riesenveranstaltung anders organisieren kannst. Weil, ich komme gleich nochmal zum wichtigsten Projekt, deswegen wir hier sind, das Museum. Aber man könnte ja jetzt sagen, wir müssen vor allem verzichten. Wir müssen etwas zur Klimakrise beitragen, indem wir anfangen, systematisch zu verzichten. Ja, wir müssen uns einschränken, Verzicht ist auch notwendig, aber an der falschen Stelle zu verzichten wäre total falsch. Und ich glaube, dass gerade Kunst und Kultur in all der Kraft, die sie hat, sehr verheerend, genau darauf zu verzichten, sondern du musst überlegen, wie kann Kunst und Kultur, wie kann die Infrastruktur dazu beitragen, auf der einen Seite zur Klimakrise, der Klimakrise etwas entgegensetzen, wie kann sie auf der anderen Seite resilient werden, selber resilient werden, und das ist natürlich die Aufgabe der Künstlerinnen und Künstler, wie übersetzen wir diese Überlebensfrage in eine Ästhetik der Nachhaltigkeit? Was ist die Sprache? Was ist die Bildsprache? Was ist die Literatur? Was ist die Malerei? Also wie übersetzen wir etwas, was für so viele Menschen so weit weg ist? Das machen natürlich nicht wir, so weit wird es noch kommen, dass jetzt die Politik das macht, aber die Rahmenbedingungen wollen wir schaffen. Und eines der großen Projekte, das ist das größte Bauprojekt der Bundesregierung, ist das Museum der... Bitte was? Ja, gut, wir reden aber, ich rede ja gerade von Kunst und Kultur, und da würde ich jetzt die A100 nicht dazu zählen. Die lassen wir jetzt mal raus, zum Glück ist das kein Kunstprojekt. Ja. Das ist ja Tony Smith, dann, aber anders. Ne? Wer sich noch für Kunstgeschichte interessiert, die Minimal Art fing ja an mit Tony Smiths Aufsatz irgendwie über, wie er die über den New Jersey Turnpike fährt, ne? Also sagen, als das größte Kunstwerk, die Autobahn, aber Entschuldigung, da würde ich normalerweise nicht sagen, aber wenn wir hier vor der Nationalgalerie sehen, habe ich mir das erlaubt, Entschuldigung. Ja, natürlich, also auf jeden Fall haben wir angefangen, Klaus hat angefangen, ich habe angefangen, und wir haben uns dann im Februar letzten Jahres hingestellt und haben gesagt, nachdem der Bundesrechnungshof gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass ein neues Museum gebaut wird und dass Nachhaltigkeitskriterien darin überhaupt keinen Einklang finden. Dann haben wir gesagt, da hat der Rechnungshof recht. Und das machen wir nicht, und wir wollen nochmal versuchen, es neu aufzurollen, haben die HaushälterInnen überzeugen können, dass das notwendig und wichtig ist, haben einen runden Tisch gemacht mit den Architekten, mit denjenigen, die für den Bau verantwortlich sind, vor allem auch mit dem Präsidenten des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, und haben nochmal ganz neu überlegt, wie kann etwas aussehen, das Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, was Material angeht, was das Dach angeht, was alte Techniken angeht, was muss ein Museum heute auch für ein anderer Ort sein, wie wird das Haus in der Mitte der Stadt für alle, und wie kann dieser Bau dazu beitragen, dass aus dieser entsetzlichen Betonböde dieses Kulturforums endlich
ein Museumsgarten wird, was Mies van der Rohe ja wohl wollte. Also wir sind dabei und haben auch schon viel erreicht. Da kommt jetzt Klaus Biesenbach natürlich rein. Reicht denn das? Reicht denn das, was da umgeplant wurde? Ist denn nicht ein Museumsbau, der erstmal überhaupt nicht an Nachhaltigkeit gedacht hat, überhaupt so umzuplanen, dass er am Ende innovativ und fortschrittlich und wegweisend genug ist? Claudia Roth und ich kennen uns über Antje Vollmer und über 25 Jahre, 92ern. Und die Diskussion, die uns damals zusammengebracht hat, war Antje Vollmer, wie sie darüber gesprochen hat, wie die Kunst die Klimabewegung in Deutschland überhaupt auch mit in Gang gebracht hat. Wie Josef Beuys mit Stadtverwaltung anstatt Stadtverwaltung sehr, sehr vieles in diesem Land angeschoben hat. Und das ist eine Diskussion, die wir beide eigentlich immer gehabt haben. Und du warst heute Morgen in den KW, was so eine ganz kleine Mini-Version, hat mich Tino daran erinnert, eigentlich eine ganz kleine Mini-Version von dem Berlin Modern ist. Und wenn Sie da hingehen, Augestraße 69, das ist ein Ort für alle, sehr offen, das ist ein anderes Klima, der ist vollkommen zugewachsen. Und er war immer ein Pionier in Bezug auf solche Themen. In den 90er Jahren war uns gegenüber ein grandioses Haus, das hieß Kuhle, Kunst und Leben. Und da war schon der Tino Segal, den ich für einen der großartigsten Künstler unserer Zeit, nicht wegen Deutschland und nicht wegen Berlin, sondern einfach ganz generell halte. Und du hast uns schon in den 90ern, frühen 2000ern, hast du gesagt, ich fliege nicht mehr, ich mache diese Sachen. Tino hat mich mal dazu gebracht, im MoMA eine Performance an das MoMA zu vermitteln, zu verkaufen, die aus nichts außer Oral History bestand, was ja das Nachhaltigste überhaupt ist. Es ist ein Bild in unserer Erinnerung, eine Anleitung, wie macht man sowas. Und über deine Vermittlung, Dirk Messner, wir haben uns auch jetzt mit Hayley Mellon, wir haben eine der grundlegend wegweisenden Künstlerinnen, die überlegt, müssen Museen überhaupt so kühl sein? Müssen wir überhaupt auch die Zeichnungen, wenn sie im Dunkeln sind, muss das überhaupt so? Es haben Kunstwerke in Kathedralen, in Tempeln, es haben Kunstwerke in Schlössern Jahrhunderte überlegt. Wir müssen auch mal ganz klar darüber nachdenken, was ist die Lebenszeit von einem Museum und was ist die Bedeutung von Kunst? Wenn für mich ist Kunst das Nachhaltigste schlechthin, weil es Bilder liefert, die für immer bei uns sind. Die kriegen wir ja auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Vor 3 Wochen war ich in Oslo im Nationalmuseum. Da wird man begrüßt. Die Direktorin sagt, wir sind hier gebaut worden für eine Lebenszeit von 350 Jahren. Und wir sind außerdem auch der Shelter für Inner Oslo. Also sie sind auch der Bunker. Die sind der Klimabunker, der Starkregenbunker, der Hagelbunker, der Hitzebunker, der Kühlbunker. Und wir sitzen hier. Dieses Haus wurde konzipiert für Havanna, Kuba. Jetzt haben wir den ganzen Juli war Regen, Regen, Regen. Und dann haben wir gedacht, wir machen den Garten unter das Dach. Wir hätten ja nicht gedacht, dass wir letzte Woche 30 plus 30 Grad haben. Also ich denke, dass die Kunst prädestiniert ist und gerade an so einem großen, maßgeblichen Ort, dass wir da ein Pilot sind und mit Dirk Messner, mit auch den Künstlern, die uns helfen. Wer, wenn nicht die Kunst, sollte antizipieren, wo wir hingehen? Also ganz radikal gesagt, ich würde natürlich, du hast recht, wir müssen auf vieles verzichten, aber nicht auf die Kunst. Ja, ich glaube, es geht auch gar nicht darum, auf die Kunst zu verzichten, aber Tino Segal zum Beispiel, wenn Sie jetzt so einen Museumsneubau sehen für so ein Museum des 20. Jahrhunderts, kann man Museen nicht auch anders denken, wirklich grundlegender anders mit wirklich weniger Ressourcen? Ja, ich meine, Klaus hat es ja schon ein bisschen angesprochen. Das ist auch so ein bisschen das Langweilige an dieser Nachhaltigkeits-Thematik, dass man im Grunde das Entscheidende sind für mich die langweiligen Details. Sondern ich glaube, dass der Kultursektor, Kunstsektor, gerade bildende Kunst, eignet sich als Motor der Transformation. Insofern wäre sie eigentlich die einzige staatliche Institution, die wir haben, die eigentlich auf Langfristigkeit gedacht ist. Alle unsere Institutionen sind ja 4 Jahre so gedacht und ist die einzige Institution, die sich mit Generationen übergreifen. Das heißt, da gibt es schon mal eine natürliche, sagen wir mal so,
Kohärenz zwischen diesem Thema und der Institution selber, trotzdem um in ihrer Maschinen- oder Autometapher zu bleiben, weil bis jetzt ja der Kunstsektor eigentlich eher die Bremse. Ne? Und das, Sie meinen, der Kunstsektor bremst? Der Kunstsektor war eine Bremse, weil das Thema eigentlich, es gibt punktuell, so wie Beuys oder sowas, aber zu meiner Zeit, ich habe Anfang der 90er mich angefangen zu interessieren für Kunst, sozusagen, und bin ja, komme auch aus der Nachhaltigkeitsbewegung. Für mich war erstmal die Frage, was kann ich eigentlich machen in dieser Gesellschaft, mal ohne Materie zu produzieren, dachte ich, das mache ich ganz gut in einem Ort, der eben Materie ausstellt, so. Aber ich habe dann natürlich viele Jahre gemerkt, oder Jahrzehnte, dass die Leute gar nicht verstanden haben, auch eine grüne Ministerin mal irgendwie 2005 beim Deutschen Pavillon, wo ich eigentlich herkam, war auch für mich kein Problem, weil es ging eigentlich eher um Taten und Worte. Aber nochmal zurück zu diesem, ich habe, der Kunstbereich war eine Bremse, weil war schon stark marxistisch, adornitisch geprägt. Und die ökologische Frage wurde lange Zeit, das hat sich jetzt in den letzten 5 Jahren geändert, als Konkurrenz zur sozialen Frage gesehen. Und das wollte man eigentlich nicht. Und es wurde auch ästhetisch, also die ganze grüne Ästhetik wurde auch als ganz schwierig angesehen. Und auch die Grünen wussten eigentlich nicht, was man mit Kultur machen sollte. Also das hat sich auch erst seit Kurzem geändert. Aber ich kenne sie nicht, aber gut, das ist meine Erfahrung. Und, aber sagen wir mal, das Langweilige ist halt, sind diese Details. Und das entscheidende Detail ist im Bezug auf Museen, und das ist leider erschreckend, das wusste ich auch bis vor ein paar Jahren nicht, und Klaus hat es eben schon angesprochen, dass 60-70% des Energieverbrauchs von einem Museum teilweise noch höher ist, die Klimatisierung. Diese Klimatisierung, also ich sehe Herrn Siever nicht, habe ich gerade gesehen irgendwo, bis 19, der den Gropiusbau früher geleitet hat und mit aufgebaut hat, bis 1998 zum Beispiel, hatte der Gropiusbau gar keine Klimatisierung. Also man muss, der Vatikan hat bis heute keine, aber es ist eigentlich ein Standard in allen Museen, und der Energieverbrauch, es ist der höchste Verbrauch in dem Museum selber, aber erschreckend, habe ich auch jetzt erst innerhalb so einer kleinen Arbeitsgruppe hier gelernt, also von Stefan Simon, aber auch von Parteikollegen von Ihnen, dann hat er es erklärt, dass auch Museen und Ausstellungshäuser verbrauchen. Also wenn man jetzt hier das Kulturforum oder, dann ist dieses Haus einer der mit der höchsten Energieintensität, mehr als die Bibliothek oder das Hochhaus. Also das ist ganz erschreckend für uns, die hier arbeiten. Und das heißt, es geht wirklich darum, erstmal ganz banal, darüber reden wir ja auch, wie kann man diese Klimatisierung eingrenzen? Das heißt, wie kann man sie auch zum Beispiel ganz banal in Teilen ausschalten? Ja? Also das sind solche banalen Fragen, damit füllt man eben, da begeistert man keinen so einen schönen, hippen Panel vor der Nationalgalerie mit einer Blume. Ja, aber das würde ich auch Ihnen als Zuhörern empfinden, also empfehlen, natürlich ins Kulturinstitutionen sind natürlich sozusagen institutionelle Rhetoriker, die können natürlich, sind professionell ein Thema auch ein ganz schwieriges Wort, aber es ist ein anderes Thema, also Themen irgendwie sozusagen aufzubereiten, aber wenn Sie in Kultureinrichtungen gehen und die Ihnen irgendwas erzählen wollen über Nachhaltigkeit, fragen Sie doch mal einfach mal nach der CO2-Bilanz und am besten nach deren Klimatisierung. Wir haben auch so eine Initiative, das ist mein letzter Satz, gemacht, wo jetzt viele Museen der ganzen Welt von Afrika über die Tate bis zum MoMA unterschrieben haben, das heißt Getting Climate Control Under Control, also wo man eben dafür plädiert, dass man eben sich das nochmal genau anguckt, wie viel muss eigentlich klimatisiert werden? Teilweise beruht das auch alles auf einem Missverständnis. Das ist ganz schlimm, die Geschichte. Es muss gar nicht so klimatisiert werden. Deswegen macht es der Vatikan bis heute nicht. Ja, also das braucht man in einzelnen Fällen, aber nicht across the board. Und können Sie gerne noch unterschreiben. Wie gesagt, viele haben unterschrieben, ungefähr 100 Leute. Wenig deutsche Museen. Wenn Sie ein deutscher Museumsleiter sind, Sie können die Ersten sein, die aus Deutschland unterschreiben. Und, aber als Zuhörende würde ich Ihnen das empfehlen. Gucken Sie einfach mal auf das, was Sie wirklich machen, weil CO2 wird nicht dadurch reduziert, dass wir irgendwie reden, sondern es wird dadurch reduziert, dass in irgendeinem Schalter meistens irgendwie gedreht wird oder weniger verbraucht wird. Ja, das ist ja genau das, was wo die Ehrenstiftung auch dran ist, oder? Zu gucken, wer kann wo eigentlich welche Heizung und welche Klimaanlage runterdrehen, oder? Naja, wir also, ich persönlich nicht, aber wir unterstützen das Thema und eigentlich in seiner gesamten Bandbreite. Und was mich in den letzten Jahren so fasziniert hat, ist, dass man vor 5 Jahren tatsächlich irgendwie auf MuseumsmanagerInnen gestoßen ist, die keine Ahnung von dem ganzen Thema hatten. Und das hat sich dann auch von Initiativen seitens der Kulturstiftung des Bundes und seitens auch des Aktionswerks
Netzwerks Nachhaltigkeit von Jakob Biederbell total geändert. Jetzt trifft man Menschen in Museen, in Konzerthäusern, in Theatern, die können das runterbeten. Die kennen den Stromverbrauch, die kennen die CO2-Bilanz und so weiter und so fort. Also da ist was passiert und das hat eigentlich damit zu tun, dass ganz viele Menschen und Institutionen das Thema in seiner Langweiligkeit erkannt haben. So ist es, ja. Und plötzlich gibt es aber an Häusern TransformationsmanagerInnen, ja, die tatsächlich dort auf der Payroll stehen und sich um dieses Thema kümmern, erstmal rein technisch gesehen, und das ist, glaube ich, ein großer Fortschritt. Und hier wurde über das Museum der Moderne gesprochen in Berlin. Die Eon-Stiftung ist ja in Essen ansässig und wir stehen da im engen Austausch mit dem Museumsdirektor Peter Gorschlüter, der im letzten Jahr hier auf dem Podium war. Die sind einfach großartig, wie die das machen, ja, und wie der das auch mit welcher nicht langweiligen Begeisterungsfähigkeit eher die technischen Details, aber auch die inhaltlichen Details der Transformation in Richtung Nachhaltigkeit erzählt. Also das ist sozusagen der eine Aspekt, der uns interessiert. Und das andere ist, ich bin kein Kunstexperte, aber ich habe natürlich jetzt diese Brille auf, auch künstlerische Arbeiten in der Hinsicht wahrzunehmen. Und das war für uns auch ein bisschen Grund, also wir als Eon-Stiftung, wir sind nicht in erster Linie eine Kunstförderstiftung, sondern wir beschäftigen uns um die Transformation in Richtung Klimaneutralität in der Gesellschaft. Und ich finde persönlich, dass der Kunstbetrieb und auch das künstlerische Schaffen besonders interessante Diskurs- und Nachdenkensräume eröffnet. Wir hätten ja auch sagen können, wir kümmern uns um Fußballstadien oder um Warenhäuser oder was auch immer. Aber im Kunstbetrieb ist man sehr schnell über das Thema Nachhaltigkeit an ganz vielen gesellschaftlichen Debatten, die anderswo viel langweiliger, viel verhärteter geführt werden. Das ist auch mein letzter Satz, vor einigen Wochen im Rahmen des Festivals Tanz im August auf einem Podium, da gab es im Rahmen des Festivals einen Open Call für künstlerische, performance-tänzerische Produktionen, die haben in Berliner Park stattgefunden, unter anderem im Park am Gleisdreieckpark. Die sollten, ich sag's mal ganz flapsig, Nachhaltigkeit tanzen. Klingt erstmal blöd, nach irgendwie dummer Auftragskunst. Aber erstens war es faszinierend, was man dort in den Parks gesehen hat, Rehberger auch und so, und dann Lichtenberg auch, das war Parkaue, das waren großartige Produktionen. Und dann hat es dazu einen Podcast gegeben, wo die ProduzentInnen reflektiert haben, das Thema Nachhaltigkeit in der künstlerischen Produktion. Und ich kann jeder empfehlen, auf die Seite des Hau oder Tanz im August zu gehen, sich das mal anzuhören, weil da zeigt sich, also da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Staatsministerin, das ist das Thema unserer Zeit, nicht weil wir alle Nachhaltigkeitsfetischisten werden, nicht weil wir alle verzichten würden, sondern das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt vieler anderer gesellschaftlich relevanter Themen, bis hin zu globaler Gerechtigkeit, bis hin zu Verteilungsfragen hier, bis hin wollen wir alle verzichten, bis hin zu Verboten und so, und das macht das Thema so interessant für uns. Ja, bitte, gerne direkt. Also ich würde gerne auf zwei, drei Sachen eingehen. Zum einen tatsächlich, wie Sie sagen, wir haben die Green Culture Konferenzen durchgeführt. Wie mache ich Tourneen? Wie mache ich Green Shooting im Filmbereich? War im Filmfest in München. Wir werden jetzt Ende November, Anfang Dezember in Leipzig sein, an der Oper, weil die Kulturstiftung des Bundes ein Projekt unterstützt hat, Zero Null. Und die Oper in Leipzig hat sich verpflichtet, eine Opernproduktion mit Zero Null. Das war echt ambitioniert und sehr schwierig, aber es hat funktioniert. Und darüber wollen wir reden, was Theater und Oper angeht. Und ich war gestern im Schlosspark in Potsdam. Da ist es eine richtig große Krise, was das Überleben der Bäume angeht. Das ist ein richtig großes Thema, weil das ist ja auch Kunst. Die großen Museumsgärten, die großen Schlossgärten. Und da soll dann, das habe ich mir gestern mal so gedacht, habe es noch nicht abgesprochen, aber Sie erfahren es jetzt, dass wir da nächstes Jahr dann eine Green Culture Konferenz machen mit den großen Gärten in unserem Land. Wir haben mit vielen Museen, der Museumsbund geht voran, aber wir haben jetzt mit dem Berliner Museum natürlich intensiv darüber geredet, was kann so ein Prozentsatz sein, wo man sagt, da geht er jetzt mal runter, 20% weniger Verbrauch. Das
haben viele probiert aus Klimagründen, aber natürlich auch, weil durch den Energiekrieg von Putin die Energiekosten so massiv in die Höhe geschossen sind, dass da überhaupt nichts mehr, es ging einfach gar nicht mehr. Und viele Museen haben, genau wie Sie das gerade gesagt haben, die sagen dann, also welche Bereiche muss man überhaupt nicht klimatisieren, welche Bereiche brauchen aber eine feste Temperatur. Also die Staatsbibliothek, die hat ja so einen großen Tresorraum, wo wirklich unfassbare Kulturreichtümer sind, die brauchen eine fixe Temperatur. Oder das Musikinstrumentenmuseum hier in der Nachbarschaft, die sind, haben gesagt, ja, wir gehen runter, die sind auf 18 Grad runter und haben gesagt, aber kühler geht nicht, weil sonst das alte Cembalo es nicht aushält. Also die haben wirklich alle überlegen, welche Bereiche können wir wirklich runtergehen und brauchen keine Klimatisierung. Auf der anderen Seite, das habe ich von Klaus als allererstes Mal gehört, Klaus hat mir erzählt vom Museum in Los Angeles, dass es in dem heißen Sommer sozusagen den Namen Refrigerator hatte. Und dann habe ich, weil er sagte, dann kamen ganz, ganz viele Menschen, um sich da abzukühlen. Und dann habe ich das hier erzählt und dann habe ich das im Haus der Geschichte in Bonn erzählt und der Leiter des Haus der Geschichte in Bonn hat mir erzählt, in dem Wahnsinnssommer der Hitze letztes Jahr und vorletztes Jahr, sagt er, plötzlich war das Haus voller Menschen. Da sind die Menschen mit Bussen angereist, kommen in diese Häuser, schützen sich vor dieser irrsinnigen Hitze in überhitzten Städten, die ja zu erheblichen, also 60.000 Tote im letzten Sommer in Europa aufgrund der Hitze. Das heißt, diese Räume, diese Museen werden auch plötzlich ganz neue Räume, die kriegen eine ganz neue Funktion. Und der Dr. Borte von der Stabi hat mir erzählt, das ist spannend, die Staatsbibliothek ist jetzt auf, du musst jetzt da nicht ganz still, mucksmäusle still sein, sondern da ist Kinderprogramm, da ist richtig was los, weil die Menschen gehen dahin, wenn sie es nicht mehr aushalten können, weil es so brutal heiß ist. Und dadurch bekommen die natürlich eine ganz andere Funktion. Und alle sagen, das ist spannend, weil es sind Menschen, die nicht ihr ganzes Leben immer schon im Museum waren oder in der Staatsbibliothek und sind plötzlich konfrontiert und da entsteht was unglaublich Spannendes und unglaublich Kreatives. Und das soll eben hier auch passen. Und wenn dann Dr. Messner sagt, mit den ganzen Berechnung und der Idee, die er mit Klaus ja wesentlich und den Architekten entwickelt hat, dass mit einer systematischen Lüftung und mit einer systematischen Begrünung die Temperatur um 15 Grad gesenkt werden kann, dann ist das auch ein Argument. Erstens auf dem Kulturforum? Ja, der hier um das Museum, das soll jetzt systematisch, es wird systematisch begrünt werden und dann muss das ein Argument sein, diese Irrsinnsbetonflächen hier in Berlin, hier, aber wenn ich ans Humboldt-Forum denke, das ist ja ein Hitzeding, das macht die Temperatur so nach oben, dass wir begreifen, wie es Professor Schellenhuber vom PIC in Potsdam sagt, wir müssen unsere Städte begrünen, sonst ist es überhaupt nicht mehr zu überleben. Dann sehen wir uns demnächst in einem Garten, oder? Der Garten hat schon angefangen, 200 Bäume stehen da, die kommen auch nächste Woche rüber. Aber ganz konkret, wir haben zum Beispiel über deine Vermittlung eben, sind wir mit dem Messer zu tun, die Weltbund ist noch ganz, ganz eng im Gespräch. Und die denken dann auch, was machen die jetzt? Haben wir mit Dino, mit Heli Mellen, mit Katharina Grosse, mit Olaf Eliasson so ein Roundtable gehabt im Mai, wo dann auch Künstler ganz konkrete Vorschläge haben. Und die Katharina Grosse sagt dann, ich werde jetzt nur noch Sachen verkaufen und da steht im Kaufvertrag, dass es nicht so runtergekühlt werden darf, sonst verkaufe ich das nicht mehr. Ganz konkret. Oder wir haben zum Beispiel ganz konkret unser Team hier vom Museum, haben mit den Architekten uns hingesetzt, nachdem wir mit Dirk Messner, wir haben die Türen verkleinert, weil es einfach ein ganz riesiger Unterschied ist, ob ich eine ganze Seite aufreiße und wieder zumache. Und wir haben zum Beispiel, wir nennen das soziale Praxis, wir haben nicht nur da hinten diesen Garten drin, sondern auch im Gebäude, sodass wir ein Drittel der Grundfläche gar nicht mehr runterkühlen müssen. Da kann man einfach rein, da ist einfach normales Klima, da kann man auch ein Essen mitbringen. Tino Segal hat einen wichtigen Text, viele wichtige Texte, aber einen, der für mich ganz wichtig war, ein Museum ist auch ein Ort, wo man nicht unbedingt was kaufen oder verkaufen darf oder soll. Und für mich ist einfach ein Museum auch ein Ort, wo wir hier auch einfach immer
einen Grund haben, über Leben und Tod und über die wichtigsten, drängendsten Themen zu sprechen. Zitat von Douglas Gordon, wir sind im Ausstellung, du kannst sofort über so etwas reden. Und ich finde, das Museum hat sich jetzt, wir haben ja beide mehr oder weniger zur gleichen Zeit angefangen. Wir haben ein großartiges Team hier im Museum, was an dem Bau mitarbeitet. Und wir haben, glaube ich, die Architekten auch mit Dirk Messner. Wir sind alle irgendwie, it takes a village, also irgendwas zu erreichen. Aber das Museum hat sich wirklich sehr, sehr verändert. Und das Image war ja wirklich grottenschlecht, wenn ich das mal sagen darf. Hieß, es gibt so eine Scheune, wird dahingestellt. Brauchen wir das denn überhaupt? Das ist doch völlig unnütz, nur um so eine Elite-Nummer da draus zu machen. Das hieß es ja. Aber ne, es wird ein offenes Haus, soll es werden, für alle. Du hast es immer gesagt, unser Haus, das ist unser Haus. Und das ist kein Scheune mit so einem doofen Dach, sondern es wird eine wunderschöne Ästhetik. Das gesamte Dach ist aus wunderbarer Photovoltaik. Und plötzlich entsteht auch eine ganz, ganz, ganz neue, schöne Ästhetik. Und wichtig eben der soziale Ort, wo Film, wo Theater, wo Tanz, wo ein Biergarten da ist, rund um den Baum, der als Mittelpunkt dort steht und auch dann über den Baum mit dem großen Biergarten. Also nicht drei Stehtische als Cafeteria, die immer zu ist, sondern ja, da gehst du hin mit deiner Brotzeit und dann triffst du da und redest und lässt dich inspirieren. Und der Baum ist dann vielleicht sogar ganz in der Nähe von Josef Beuys. Also diese Verbindung. Sie merken, wir brennen richtig dafür, für dieses Projekt. Ja, allerdings merke ich das. Musst du weg? Nein, ich muss nicht weg. Okay. Ich brenne nur. Sehr gut, weil was ich gerne auch vielleicht hier an dieser Stelle noch, an die Frage, die ich euch noch stellen wollte, gibt es denn etwas, also offensichtlich haben wir alle das gleiche Ziel, trotzdem gehen oft Dinge nicht voran. Gibt es etwas, was eine Frage, eine Bitte an die Politik ist, die Stefan Huschig? Welche Rahmenbedingungen stimmen denn nicht? Wo hakt es denn? Oder ist es wirklich das private Engagement, was es jetzt reißen muss? Ja, das kommt darauf an, wie die Kulturinstitutionen finanziert sind. Also bei Privaten, dann ist es privates Engagement. Und wenn es staatliche, weiß ich, kommunale, Inländerbesitz oder Bundesbesitz, dann ist es Aufgabe der Politik. Ich glaube schon, einerseits geht es um Geld. Soweit habe ich die Diskussion auch verstanden. Und das sind, glaube ich, extreme Herausforderungen, vor denen viele Kulturbauten, ich nenne sie mal so, stehen. Ja, also bei so einem Neubau, da hat man natürlich das Privileg, dann nicht die Fehler zu machen, die andere in den 70er, 80er, 90er Jahren gemacht haben. Museum Volkwang wurde eröffnet 2010 und auch das ist eine Bestandsimmobilie zum Beispiel. Also das ist das eine, und das andere ist das Setzen von Rahmenbedingungen. Und ich finde das eigentlich ganz gut. Also damit hat, glaube ich, auch die Kulturstiftung des Bundes angefangen, in Förderpolitiken, Förderkriterien solche Geschichten irgendwie, also Nachhaltigkeitskriterien mit einzubauen. Und da ist die Politik gefordert. Und dann ist es natürlich irgendwie auch eine Möglichkeit für privates Engagement, also wir als E.ON Stiftung, E.ON ist auch daran interessiert, nachhaltige Lösungen anzubieten, also aus rein geschäftlichem Interesse, und wer weiß, ob es da nicht auf der Basis dessen, was diskutiert wird, auch den einen oder anderen Match gibt oder sowas. Also irgendwer muss es dann am Ende des Tages auch machen. Also insofern ist es ein Zusammenspiel. Ich habe jetzt aber keine, so vermessen bin ich nicht, jetzt keine Forderung. Wollen wir natürlich schon machen. Ne? Wir sind ja auch, wir haben ja die Möglichkeit zu fördern. Und es braucht Förderkriterien. Und die muss man systematischer machen. Und Nachhaltigkeit ist ökologisch, aber das ist ja sehr viel mehr. Also wie sind die sozialen Bedingungen, die dazugehören? Wie sieht es aus mit Diversity, wenn man nicht nur am Sonntag von Diversity redet, sondern wenn es tatsächlich Teil auch von Förderprogrammen ist? Und da sind wir sehr intensiv dabei und überlegen uns, wie kann man, jetzt beim Film war es, ist der erste Schritt, aber wie können wir das fortsetzen, dass in Förderkriterien des Bundes, und ich will natürlich gucken, dass wir das mit den Ländern in Übereinstimmung bringen, dass dort diese Nachhaltigkeitskriterien fest verankert werden. Aber Sie haben natürlich völlig, völlig recht. Ich habe am Samstag, war ich in Osnabrück, Daniel Liebeskind war dort, der hat ein wunderbares Museum vor 25 Jahren gebaut für Felix Nussbaum, ein wunderbares Museum. Da haben wir auch drüber geredet, über Nachhaltigkeit und über
dann kam der Leiter vom Theater, vom alten Stadttheater in Osnabrück, über 100 Jahre alt. Und dann sagt er zu mir, wir brauchen dringend, dringend Mittel, um überhaupt klimafair arbeiten zu können. Und das ist natürlich wirklich ein Problem, der gesamte Theaterlandschaft, die alten Museen, die alte Kulturinfrastruktur, die braucht Unterstützung, also die Kommunen schaffen es nicht allein, um zu sagen, wir helfen, dass es klimaresistent, aber auch so wird, dass sie beitragen können gegen die Klimakrise, indem sie reduzieren. Riesengroßes Thema, was sehr, sehr, sehr viel Mittel braucht. Da habe ich noch keine Idee, wie wir das hinkriegen, aber da muss dann das Wirtschaftsministerium, das ja auch ein Klimaministerium ist, da muss das Bauministerium, wir können das ganz sicher nicht allein tun, aber das ist die Voraussetzung, dann zu sagen, also altes Haus, Oper am, was weiß ich, am Rhein oder was für ein Theater Augsburg, aber das wird ja gerade wesentlich, da sitzt der Intendant, aller lieber André, dass man unsere Kultureinrichtung überhaupt in die Lage versetzt, dass sie wirklich ihren Beitrag leisten können. Ich würde da auch vielleicht nochmal bildlich gesprochen, wenn ich mir vorstelle, ich stelle irgendwo einen Heizkörper hin, irgendwo hier auf die Platte, da steht da der Heizkörper, das ist natürlich eine Energieverschwendung. Wenn aber 100, 150 Leute um diesen Heizkörper stehen und sich wärmen, dann ist es keine Energieverschwendung. Und für uns war das immer ganz wichtig, für uns beide, weil wir haben uns ja dann auch, wir kennen uns so lange, aber dann nochmal ganz neu kennengelernt jetzt darüber. Und für uns ist es wirklich ganz wichtig, dass man das Haus öffnet. Wir sitzen hier jetzt alle an einem Nachmittag, hier sind vielleicht 250 Leute. Wir haben heute Abend noch eine Performance, gestern ging es bis in die Puppen. Wir haben im Augenblick etwa 2.500 Leute am Tag, die an dieser Heizung sich wärmen, um bei der Metapher zu bleiben. Und es ist wichtig, dass man teilt, es ist wichtig, dass man an eine andere Community geht, dass man die mit einbindet. Und dann ist Nachhaltigkeit auch etwas ganz anderes, weil es ist schön, etwas, was da ist, zu teilen. Bei diesem Museum würde ja auch so viel Energie verbrauchen, wenn hier keiner hinkäme. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, die man, was bleibt übrig von der Kultur? Was sind die Werte? Man denkt ans 20. Jahrhundert. Was muss man teilen, damit einfach bestimmte Dinge nicht nochmal passieren? Und deshalb, ich finde, dass dieses Teilen, Teilen, Teilen und mehr Leute einladen, mit denen, dass man es teilt, die Umkehrung von der Nachhaltigkeit und die Einlösung der Nachhaltigkeit ist. Weil dann macht es auch Sinn, dass hier ein Heizkörper auf der Terrasse steht. Weil es einfach ganz, ganz vielen Leuten das Leben verändert. Wir stellen trotzdem keinen Heizkörper auf die Terrasse jetzt. Ich verstehe aber, Frau Roth ist jetzt leider bei. Die Technik findet das auch. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Dass Sie müssen weiter rennen. Ja. Nein, genau, machen Sie schnell gut, aber ja. Ich möchte es ja auch. Aber ich möchte trotzdem, Tino und ich sind jetzt noch bei Ihnen und wir, wenn es Fragen gibt an uns, freue ich mich sehr. Sie können gerne jetzt noch mal ins Gespräch kommen. Da würden wir uns freuen, wenn es Fragen, Kommentare gibt. Die Beteiligung, ich glaube, die Beteiligung von jungen Leuten jetzt bei diesem Festival hier diese Woche ist. Achso, hier heute. Die schauen alle bei Monopol im Stream auf Facebook zu, die jungen Leute. Wir haben die Statistik. Aber ich glaube, das Hauptproblem bei der Nachhaltigkeit ist nicht, dass die jungen Leute sich nicht dafür interessieren, weil von denen kommt ja auch die Initiative. Also ich glaube, das ist jetzt nicht das, was mir jetzt Sorgen macht. Wenn man hört nichts.
Also die Frage war, warum sind hier, die Dame meinte, hier würden wenig junge Leute sitzen und wir hätten auch niemanden unter 50 auf dem Podium, wo, was Tino Segal bestreitet. Ja, gerade so, aber ich verstehe den Punkt schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube, dass grundsätzlich die Gesellschaft sich halt mit dieser Informationsflut, sagen wir mal, die es jetzt seit dem Internet gibt, gibt es immer weniger so Orte, wo sich sozusagen ja, blasenübergreifend, ja, so. Und das ist eigentlich eine Leistung, die jetzt auch, glaube ich, der Kunstsektor jetzt, ich glaube, dass Klaus da jemand ist, der da dran ist, mehr als jetzt die meisten anderen. Und das hört man ja auch so, diese Begeisterung, die man auch kritisch sehen kann, dass man sagt, das Haus ist für alle offen, man kommt mit Pausenbrot und so. Das geht in die Richtung, aber ich glaube, da können wir uns gerne nachher nochmal drüber unterhalten, wenn Sie wollen, aber ich glaube, es gibt weniger als eine Handvoll Leute auf der Welt, die es geschafft haben, mehr als zwei Blasen miteinander zu verbinden. Ja? Das sind meistens sehr große Stars, die das schaffen. Und die Idee der Kunst war ja eigentlich auch, so im bildenden Kunstbereich, in dem ich aufgewachsen bin, eigentlich so ein sehr, ein Bereich, der eben ja, große Toleranz hat für Komplexität. Ja? Und dass das eigentlich, das ist ja auch was heute auch in dieser Informationsflut, das ist ja eine andere Flutwelle, auf die wir, glaube ich, noch viel weniger vorbereitet sind als die Flutwellen, die jetzt schon über den Planeten buchstäblich reißen. Also ich glaube auch, dass der Kunstsektor darunter total leidet, dass eigentlich sozusagen diese Art von Komplexität, sich an einem Kanon abzuarbeiten, also die Idee des Kanons ist schon weg und für Komplexität gibt es kaum eine Aufmerksamkeit oder es bilden sich neue Kanons und denen immer wieder irgendwelche Subszenen dealen. Aber ich denke, wenn man in diese sozusagen so sophistizierte, um es mal blöd auszudrücken oder vielleicht besser eben so diese Komplexitätsmodus so reingeht, dann so wie wir das früher gemacht haben, ne, als wir hier, die wir alle über 50 sind, mit Kunst angefangen haben und dann Benjamin Buchloh gelesen haben und solche Leute, zu denen ja auch niemand mehr kommt. Ne? Also bei Buchloh kommen zwei Leute ins Seminar. Ne? Also, ja, aber... Genau, und dazu will ich was sagen. Und zwar, wenn man in diesen Komplexitätsmodus sich erlaubt, nochmal einzusteigen, was ja heute so ein halber Luxus ist, dann muss man ja klar sehen, dass der Kunstbereich selber sozusagen an so dieser modernen, modernistischen Trennung von Natur und Kultur partizipiert. So. Und dass man jetzt nicht einfach nur Hurra schreien kann und sagen kann, ja, wir sind jetzt Motor der Transformation, sondern erstmal sagen, hallo, wir sind eigentlich Teil des Problems. Also das Nachhaltigkeitsproblem ist ein Haltungsproblem, das haben ja auch ein paar deutsche Philosophen auch schon irgendwie vor 100 Jahren erkannt. Also ist ein Problem, dass wir uns eben sozusagen als Subjekt die Welt als Objekt kreieren. Wenn wir sie erstmal als Objekt kreiert haben, dann können wir sie auch schön ausbeuten. Ja? Und das hat Whitehead, englischer Philosoph, und dann heute in der Mode über Leute wie Haraway oder Latour, gesagt, das nennt man die Bifurkation der Natur. Es gibt eigentlich nur sozusagen ein Ökosystem, einen Planeten, einen Modus, aber die Moderne hat daraus eben gemacht, Kultur und Natur. Und solche Orte sind halt sozusagen in Stein gemeißelte Orte dieser Haltung. Und dass aus diesen Orten jetzt was kommen soll, ja, was jetzt ganz anders das aufhebt, ist erstmal unwahrscheinlich. In dem Moment, wo man aber, deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so falsch und naiv, wie es vielleicht auch wirken kann, ist gar nicht schlecht, irgendwie erstmal ganz viele Pflanzen reinzuholen. Also das ist vielleicht das Effektivste, als jetzt irgendwie so eine thematische Behandlung von Nachhaltigkeit. Ne? Und das glaube ich, das wäre jetzt auch so mal, jetzt sind die Politiker weg, weil die haben natürlich... Jetzt kannst du sagen, was du sagst. Die haben natürlich jetzt, wie wir alle, wenig Zeit. So, aber ich denke, dass die Spannung, sagen wir mal, die ich jetzt in den letzten Jahren gehabt habe mit Leuten auch von der UN oder UNESCO, die jetzt dann alle händeringend schreien und sagen, wir schaffen das nicht mehr. Sie haben gedacht, wir schaffen es mit Wissenschaft und Technik und irgendwie Politik, die Bevölkerung zu überzeugen, dass das jetzt ein Problem ist. Und wir schaffen es nicht mehr, jetzt müsst ihr hinkommen, also ihr Künstler, und irgendwie das Thema aufbereiten. Und dann denkst du, warte mal, so funktioniert, sagen wir mal, als
jetzt seit 2 Jahrzehnten hauptberuflich agierender Künstler. Aus meiner Perspektive funktioniert Kunst nicht so. Ja? Also wir bereiten keine Themen auf, sondern Leute, die Themen aufbereiten, sind keine guten Künstler. Ja, sind also, Journalisten wie ich. Weiß ich nicht, das ist meine Perspektive, aber sozusagen, aber was schon wichtig ist, ist sozusagen die Ethik des eigenen Handelns. Also ein gutes Kunstwerk, das hat auch Klaus mal, der ist jetzt auch weg, aber Klaus mal an die Kunstwerke ranschreiben lassen, Walter Benjamin über Joseph Kossuth, wenn das noch Namen sind, die man heute sagen darf, aber über 50, ne? Sie sind über 50, ich nicht. Ne? Ist sozusagen ein gutes Kunstwerk, zeigt sich in der Art und Weise, wie es produziert wurde und was es produziert. So, ne? Und nicht, indem es irgendwie sozusagen so ein Stichwortgeber ist für irgendwelche Themen, wo man dann sagen kann, so. Und das ist innerhalb der Kunst schon ein Problem und das besprechen wir heute nicht. Aber es ist natürlich auch ein Problem, dass, wenn Frau Roth sagt, Ästhetik der Nachhaltigkeit, da frage ich mich, was sie meint. Ja, also ich will ja gar nichts unterstellen, wirklich nicht, aber ich frage mich dann so ein bisschen, was meint sie damit? Und ich glaube, wir müssen da erstmal hin zu einer Ästhetik, die eigentlich kein, also allein das Wort Ästhetik ist schon zu kulturalistisch. Ja, also das ist zu sehr in so einem Modus der Kultur gedacht, oder wenn sie das sagt, erschrecke ich so ein bisschen, was meint sie denn damit irgendwie, sondern wir brauchen eigentlich eine Ineinanderverwebung von Natur und Kultur, so, und wir brauchen Institutionen, die das machen, und ich denke, Klaus kommt sicher aus diesem Kulturbereich, aber schon mal ganz gut hier, seine ganzen Pflanzen. Ne? Gibt es, ja, das da ein sehr, sehr guter Hinweis, dass man jetzt auch mal ein bisschen, dass man auch, es ist auch schön, wenn man inhaltlich denkt und dass die Kunst ihre eigene Logik hat und vor allen Dingen ihre, ja, dass die Kunst eben nicht illustriert, und das finde ich halt auch immer ein bisschen lustig in der Debatte, dass dann gesagt wird, die Kunst muss halt die Bilder schaffen dafür, dass die Leute überzeugt werden, wo ich denke, okay, das hat doch noch nie funktioniert, also wir sind doch viel zu klein auch, denke ich oft, also es kriegen doch gar nicht genug Leute mit, und die Leute, die im Kunstsystem sind ja sowieso schon überzeugt. So, jetzt keine Frage. Ja, das, also ich meine, es ist jetzt schwer darauf zu antworten, so innerhalb von so, in eine Stoßrichtung, also grundsätzlich haben natürlich Bilder schon eine Überzeugungskraft, also innere Bilder, inszenierte Bilder, gemalte Bilder, also warum nicht? Ich glaube nicht, dass der Kunstbereich jetzt per se überzeugt ist, es ist ja ein hochglobalisierter Bereich, also wo Dinge und Menschen durch die Geld meistens mit Flugzeugen verschickt werden. Also ich glaube nicht, dass es da jetzt so eine tiefe Bewurzelung gibt von diesen Fragestellungen. Also es gibt sicher Leute, also die grundsätzliche Idee vom Kunstbereich einer sozusagen, so wie heißt es bei Kant, zu einer Weltgesellschaft, ja, das geht ja mit einer hohen Mobilität einher, ne? Und mit einer Geschwindigkeit. All das ist ja was, was man auch mal wieder in Frage stellen kann. Ich habe vorhin die Claudia Petzold gesehen, genau, die auch darüber spricht, über so eine Verwurzelung, über so eine Langsamkeit und so weiter. All das ist ja nicht so ganz kompatibel mit einem globalen Kunstbetrieb. Und das sind alles, also wir sind da schon am Drücker, aber also als Betrieb, aber nicht unbedingt im positiven Sinn an der Quelle, sondern wir sind eben selber, also der ganze Betrieb selber ist ein hochmoderner, und das Museum selbst ist ja eine Institution, die mit der Industrialisierung entsteht. Also das ist ja alles, das Theater ist ja viel älter, kommt aus der Antike, aber diese Idee, dass wir Objekte angucken, das kommt von den Weltschauen, das kommt von der Industrialisierung, man schaut sich Ressourcen an, Werkstoffe, Kunstwerke, das war früher alles auch eins, Crystal Palace Ausstellung, alles eins. Es ist kein Zufall, dass wir solche großen Bauten jetzt gebaut haben während der industriellen Moderne, sagen wir mal. Und deswegen müssen wir eigentlich überlegen, wie wir die neu machen. Dann gibt es dann solche Leute wie Klaus, die das so von innen raus machen, aber sozusagen, wenn man nicht verantwortlich ist für so ein Haus, kann man ja immer überlegen, was wären eigentlich neue Häuser, die ganz anders funktionieren. Ja, darauf wäre ich eigentlich auch total neugierig, wie eigentlich ein Museum aussehen würde, was man wirklich von vornherein als extrem nachhaltig und auch als konzeptionell komplett anders plant als das Museum des 20. Jahrhunderts, was wir immer wieder wiederholen. Aber das ist ein Thema, was wir jetzt nicht klären wollen, aber da gibt es noch eine Frage. Vielleicht kann ich kurz mein Mikro teilen, damit man auch hört, was gefragt wird. Soll ich mich ducken? Das
Vielen Dank, das finde ich ganz spannend, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Deswegen bin ich auch hier, um mal herauszufinden, was könnte dieses neue Museum sein. Ich finde, wir müssen, Entschuldigung, wenn es mein Name von der TU Dresden, Fakultät Architektur, wir beschäftigen uns auch mit Museumsneubauten und solchen Dingen, wir müssen viel radikaler denken. Ich würde nochmal aufgreifen, was der Tino Segal sagte, dieses Fluide, dieses Mobile des Kunstbetriebs könnte im Kontext von Museum, Museumsbauten, Museumsneubauten auch eine Chance sein. Dass man nämlich mal wirklich versucht, das Museum als Institution, als Sammlung von der baulichen Infrastruktur zu trennen. Brauchen wir überhaupt noch bauliche Infrastruktur? Gäbe es sowas wie ein fluides Museum, ein ephemeres, ein temporäres, was wandert, was in Gebäude geht für eine gewisse Zeit mit seiner Sammlung als Institution, die schon da sind, die in den ländlichen Regionen sind. Wenn Sie sich anschauen, internationale Bauausstellungen in Apolda, ja, der Eiermannbau, der ist dafür hergerichtet worden. Fantastisches Gebäude, was da war, im Bestand nicht neu gebaut werden müsste. Und wenn man in so eine Richtung denkt, dass man sozusagen dieses Museum auf Wanderschaft schickt, als Institution stärkt, kann man auf Gebäude, Infrastruktur vielleicht verzichten. Und wir müssen uns klar machen, um das nochmal, das wurde vorhin nicht deutlich, 40% des CO2-Ausstoßes kommen aus dem Bausektor, also von uns Architekten. Das ist schon eine große Bürde, die wir da mit uns schleppen jetzt in der Vergangenheit und auch in die Zukunft gedacht. Könnte das ohne Gebäude gehen? Das wäre vielleicht das Museum der Zukunft. Dankeschön. Ein sehr interessanter Beitrag. Ich glaube, Tino Segals Kunst würde auch wunderbar in ein Museum ohne festes Gebäude passen, weil es ja sowieso nur mit Zertifikaten gehandelt und archiviert wird. Gibt es noch Anmerkungen oder Fragen? Da gibt es noch eine. Initiative Rheinskulptur aus Düsseldorf mit einem Gegenwartskunstmuseumskonzept, was sich am Thema Raum und auch Nachhaltigkeit schon sehr stark orientiert, auch auf der Tatsache, dass wir mit einem Skulpturenpark, der sich auf das Thema Raum auf eine neue Art und Weise einlassen möchte, in Interrelation zu alten und neuen Gebäuden, eben halt sehr nah an diesem europäischen ältesten Verkehrsweg und all den international wichtigen sozialen Zusammenhängen dieses Stadtraumes, der Fluss in diesem Fall, zusammenhängt. Und wir werden mehr oder weniger dafür vor Ort nicht gerade gekrönt. Und obwohl wir mitten in dieses Schema, wie Frau Roth das beschreibt, sehr gut hineinpassen. Und ich glaube, dass das Zusammenfließen, wie der Vorredner das auch sagte, von offenen und geschlossenen Räumen des Musealen eine interessante Idee ist, die sicherlich auch an unserer Umwelt zu messen ist und wo Segals Arbeiten natürlich sehr gut hineinpassen, dass es aber kein Ersatz ist für die Museumsbauten, wie wir sie heute kennen, denn man sagt zum Museum auch das Haus, sozusagen als Pendant zum Haus des Menschen, wie man das vielleicht noch von der baselitischen Hand kennt und als Grundsatznotwendigkeit unserer kulturellen Behalte vielleicht als Sammlungsort doch von Notwendigkeit bleiben wird. Und ich hoffe, dass man das auch weiterhin so fördern kann. In der Zeit soll ich das überbrücken. Also ich bin ja kein Experte für Museumsbauten, aber einen Aspekt, den Klaus Biesenbach hier in der Diskussion betont hat, den fand ich sehr interessant. Das war so ein bisschen die Fragestellung, für wen machen wir das eigentlich? Und den fand ich insofern interessant, als wir hier gemeinsam ja schon in den vergangenen Jahren solche Diskussionsrunden auch absolviert haben, mit ganz unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Das war immer so ein bisschen zwischen dieser eher technischen Diskussion und dann und einem ästhetischen Diskurs. Und was ich jetzt spüre, ist, dass es für das ganze Thema Nachhaltigkeit, sage ich mal, eine erhöhte soziale Sensibilität gibt. Sowohl
im Hinblick auf ästhetische Fragestellungen, als auch im Hinblick auf Fragestellungen der Publikumsentwicklung und wie wir möglicherweise auch damit einen Dienst für die Gesellschaft, die sich immer mehr in Bubbles irgendwie versteckt, leisten können. Und das fand ich wirklich so ein Qualitätssprung quasi, den Klaus Biesenbach hier vollbracht hat. Was machen wir, ob das jetzt mobil ist oder ob das Neubauten sind oder Bestandsbauten, was und für wen machen wir diese Bauten? Und insofern hatten Sie da hinten natürlich auch einen Punkt. Ja, wir sitzen hier, ich bin über 50, ja, und in welcher Bubble diskutieren wir eigentlich? Und diese Sensibilität, die Nachhaltigkeitsdiskussion mit einer ja eben sozialen Sensibilität in die Gesellschaft hinein zu verbinden. Das finde ich total interessant und auch nochmal sehr legitimierend für das, was wir hier gemeinsam unternehmen. Ja, das finde ich auch einen interessanten Aspekt. Es ist ja etwas, wo viel drüber geredet wird in letzter Zeit, einfach das nützliche Museum. Also wofür brauchen wir Museen? Sie sollen nützlich sein, sie sollen für die Gesellschaft nützlich sein, in ganz vieler Hinsicht. Und ich denke, das hat sich jetzt heute bei unserer Diskussion auch gezeigt, die jetzt mal ihrem Ende zugeht. Oh, eine allerletzte Frage noch. Ja, danke. Ich fand, das war gerade so eine schöne Steilvorlage, deswegen wollte ich nur ganz kurz noch was mit einbringen in die Diskussion. Nora Griefan, Cradle to Cradle NGO. Ich würde sozusagen gern, weil hier so viele Menschen ja auch sind, die sich mit dem Thema sozusagen Nachhaltigkeit in der Kultur beschäftigen, einen Punkt einbringen, den mir oft zu kurz kommt und leider heute in der Diskussion auch. Wir hatten ganz, ganz kurz, das angeschnitten wurde, dass es sozusagen um mehr geht als um das Thema sozusagen Energieeinsparung. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass das hier auch nochmal betont wird, dass das einer von den ganzen Facetten ist. Also wir können natürlich darüber sprechen, wie wir CO2-Emissionen einsparen. Dabei ist einer der Punkte, wie schaffen wir es, sozusagen unser Haus vielleicht runter nicht so doll zu kühlen oder nicht so doll zu heizen. Wir müssen uns aber in der Diskussion auch angucken, was nutzen wir eigentlich für Materialien, wie schaffen wir es, Kreisläufe zu schließen, wie schaffen wir es sozusagen, diese Diskussion nicht so zu führen, dass wir am Ende alles volldämmen und dann aber Mengen an Müll haben. Also dass wir sozusagen jetzt sozusagen uns dabei bewusst sind, dass wir halt nicht die eine Diskussion jetzt führen können, dabei die andere gar nicht führen. Und dann erst sozusagen, wenn wir damit fertig sind, meinen, in die nächste zu kommen. Das muss breiter gedacht werden und es ist total wichtig, dass diejenigen, die jetzt in Entscheidung sind, das tun, damit auch, wenn ich in 20 Jahren über 50 bin, das nicht erst dann passiert. Sehr gut. Das war wirklich... Ja, wichtiger Beitrag, vielen Dank. Ich glaube, die Aufgabe ist komplex. Ich sollte übrigens noch sagen, Klaus Biesenbach ist jetzt nicht einfach gegangen, weil er die Diskussion nicht interessant fand, sondern er ist gegangen, weil er eine Baustellenführung im Museum der Moderne machen musste und die ist jeden Tag zur gleichen Zeit konzeptuell. Das heißt, das konnte er leider jetzt nicht für uns verschieben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich beim Panel. Ich fand, das war eine spannende Diskussion. Wir werden darüber weiter reden, weil das Thema hat so viele Facetten, wie wir sehen. Es hängt alles mit allem zusammen und irgendwann werden wir es aufdröseln. Und ja, vielen Dank, dass Sie da waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.